Es ist ein witziges Bild. Beide schnüren sich die Schuhe auf. Aber dabei müssen sich alle anderen verneigen vor Dirk Nowitzki und Mick Schumacher. Ein ganz tolles Event. Solange Mick die Schuhe noch aufmacht. Dirk, Sie haben gerade gesagt, schau dir den Hamburgchen an. Was für ein Tier. Wir sind tatsächlich geflasht von dieser Veranstaltung, wer alles da war. Was war für Sie heute am wichtigsten? Dass wir hoffentlich viel Geld erreicht haben für die zwei Stiftungen, dass alle Spaß hatten. Ich hoffe, das war der Fall. War ab und zu ein bisschen komischer Kick, aber das ist ja auch der Flair, das macht den Flair dieses Spiels aus. Dirk Nowitzki Stiftung und Keep Fighting, Michael Schumacher natürlich ganz wichtig und das Wichtigste, die wichtigste Message des Tages. Sie haben sich mal kurz ein Päuschen genommen, sind dann noch mal reingegangen. War das im Hinblick auf das anstehende Motorsportereignis oder waren Sie tatsächlich fußballerisch kurz platt? Auch natürlich, dass alle mal rankommen, natürlich auch mir eine kleine Pause gegönnt. Es ist doch etwas anstrengender hin und her zu rennen, als im Auto zu sitzen. Da sitze ich lieber, da bin ich halt auch dran gewöhnt. Also. Eine besondere Veranstaltung, haben wir jetzt schon mehrfach betont, dass auch so viele Spieler, Prominente, Sportler kommen. Was bedeutet das Ihnen im Hinblick auf die Aktion, die da natürlich über allem steht? Na, natürlich, es bedeutet uns sehr viel, also uns allen. Dann kann man natürlich nur Danke sagen, dass alle und auch so zahlreiche Fans gekommen sind. Und hoffe, dass die Show Ihnen gefallen hat. Waren tatsächlich 11.000, wurde gerade auch schon durchgegeben. Dirk, auf dem Feld und auf dem Tor. Die zweite Sportkarriere wird dann eher Torhüter als Elfmeterschütze. Habe ich das richtig interpretiert? Ich habe mich so ein bisschen als in der Sweeper-Rolle gesehen, ja, mit Libero hinten und natürlich Ball halten. Aber Elfmeter war ein bisschen Pech. Ich habe mir so schön ausgeschaut. Ich wusste, dass er denkt, ich ziehe ihn darüber. Und habe schön meinen Fuß aufgemacht hier so. Und da sind wir leider ein bisschen zu hoch gerutscht. Und im Endeffekt war das der Unterschied. Aber ich muss sagen, ich bin vom Kies. Da kommt die Szene, da sehen wir sie. Ja, ist mir ein bisschen zu hoch gekommen. Hätte ich gar nicht so hoch schießen müssen. Aber ich muss sagen, ich bin vom Kies ein bisschen enttäuscht vorne drin. Wenn der seine Chancen nutzt, haben wir heute eine Chance. Aber so leider haben wir verloren wieder. Der darf dann das nächste Mal kommen, aber dann spielt er halt nicht mehr vorne. Dann muss er hinten spielen. Mick, wie sieht es bei Ihnen fußballerisch so aus? Waren Sie zufrieden mit sich selber? Dirk hat Selbstkritik bei sich geübt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, natürlich einige Ausrutscher dabei gehabt. Es macht einfach nur Spaß. Ich glaube, im Endeffekt, zum Glück hat sich keiner wehgetan. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Vielleicht eine oder andere Zerrung bei manchen. Aber zum Großteil, ich sehe nur lachende Gesichter da draußen. Also von daher ist natürlich das Ziel erreicht sozusagen. Und Ihre sportliche Karriere hat natürlich ganz oben das Ziel Formel 1. Wann, Mick, ist es soweit? Das ist schwierig jetzt zu beantworten. Im Endeffekt muss natürlich die Resultate kommen. Und ein bisschen Glück dabei, dass vielleicht noch ein Sitz frei wird. Aber ja, hoffentlich bald.